Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu den ORF3-Künstlergesprächen, heute mit Schauspieler und Regisseur Peter Weck. Schön, dass Sie Zeit haben. Hallo. Hallo. Lieber Herr Weck, wir sind hier im Theater an der Wien, ein Ort, an dem Sie als Intendant große Erfolge gefeiert haben. 1983 war hier die deutschsprachige Uraufführung von Cats. Können Sie sich noch an die Premiere erinnern? Minutiös. Ja, überhaupt, wenn ich hier sitze und dann hier noch auf meine Loge hinschaue. Also von den ersten 5 Minuten an, würde ich sagen, habe ich gewusst, das kommt an. Mhm. Aber ob es so ein Erfolg wird, das wusste ich nicht. Mhm. Der damalige Kulturstadtrat Zilk, Dr. Zilk, war ja nicht imstande, ins Theater zu gehen. Der ist in seinem Beisel gesessen, hat immer telefoniert. Wie geht's? Lachen die Leute? Applaudieren's. Ja, und zum Schluss sind sie halt dann 20 Minuten gestanden. Das war auch ein Novum hier eigentlich in dem Theater. Und, also meines Wissens. Mhm. Und dann hat sich's halt herausgestellt, dass wir 7 Jahre dieses Stück gespielt haben. Schauspielerisch hat die Ausbildung im Reinhardt-Seminar gestartet und Das war zu einer Zeit, wo ja Helene Thimig noch die Leiterin des Reinhardt-Seminars war, also Die Frau von Max Reinhardt. Ja. Haben Sie noch Erinnerungen an die Aufnahmeprüfung? Wie war denn das? Ja, sehr. Sehr. Ich war unter 200 Bewerbern, saß natürlich die Helene Thimig als Leiterin des Reinhardt-Seminars und eine ganze Riege von Burgtheater-Mimen, die also alle sehr ernsthaft und sehr professionell das begutachtet haben. Und sie sagt, ich lese, dass Sie wollen ja Dirigent werden. Sage ich, ja, das ist sehr anstrengend. Sagt sie, na, da wollen Sie Schauspieler werden? Hat sie mir gesagt, sage ich, naja, die Komödiantarie vielleicht hilft. Sage ich, ja, sagt sie, also, was wollen Sie spielen? Naja, ich habe damals den Othello mir ausgesucht. Da haben wir gedacht, das gibt was her, der bringt die Desdemona um. Dann, na ja, gut, schön, und den Maurer Matter, den besoffenen Maurer in Hannerles Himmelfahrt. Und die 2 Sachen geben was her, da kann ich was zeigen. Ich wusste ja gar nicht, was ich zeige. Aber immerhin, ich habe also in äußerster Intensität habe ich den Othello gespielt und eine Kollegin vom älteren Jahrgang habe ich also gewürgt in dieser Szene. Und also die war schon violett. Und da hat die Helene Thimig gesagt, aus, danke. Und ich habe gedacht, also danke, das Karrierebeginn von einer Schauspielerei ist auch dahin. Denn das zweite durfte ich gar nicht mehr vorspielen. Ich habe aber immer wieder gehört, wie ich ganz intensiv, wirklich ernsthaft, habe immer gehört, aber komisch ist er schon. Habe immer von unten gehört. Habe mir gedacht, was ist das jetzt? Ich war vollkommen irritiert. Na gut, also nachher war ein langes Warten. W ist ja im Alphabet ganz hinten, neuer. Also ganz zuletzt, ich bin schon weggegangen, hat der damals Dr. Niederführer, das verkündet er. Ja, und dann der Fagottist, weil ich auch Fagott gespielt habe, Fagott, Harfe, Klarinette und so weiter. Ja, der Fagottist, da habe ich gewusst, ich bin durchgekommen. Ja. Aber es war dann schon ein gutes Gefühl wahrscheinlich, oder? Naja, schon, aber auf der anderen Seite war ich wieder so berührt, weil mein Vater natürlich dann gesehen hat, ich kann nicht sein Geschäft übernehmen, das geht in fremde Hände über, aber an dem Tag, wie ich die Aufnahmeprüfung bestanden habe, ist er zu Hause geblieben, ist nicht in das Geschäft gegangen und dann hat er gesagt, wie war's? Und dann war es ein bisschen wehmütig und mit Freude trotzdem gewürzt, habe ich gesagt, ja, durchgekommen oder angenommen. Hat er gesagt, naja gut, also das Pferd kann ich dir geben, reiten musst du selber. Mhm. Und das war rührend, weil er dann doch die Größe gehabt hat, auf das, was er vorgehabt hatte, zu verzichten. Mhm. Und hat mir vertraut und ich war sehr froh. Ich habe zu ihm gesagt, Papa, wenn ich im 3. Jahr noch in der 3. Reihe stehe und Hellebarden schwinge irgendwo, dann komme ich zu dir, aber es war schon nach 2 Jahren, hat er einen Erfolg gesehen und ich habe dann auch in Salzburg schon gespielt. Er hat es noch erlebt, er ist ja nicht allzu alt, er ist 68 geworden, kann ich heute sagen, nicht alt geworden. Sie haben ja in wahnsinnig vielen, vielen Filmen mitgespielt, die zum Teil heute wirkliche Klassiker sind. Also ich denke natürlich an diesen wirklichen berühmten Sissi-Film gemeinsam mit der Romy Schneider. Hat man damals eigentlich schon
gewusst oder gespürt, dass das gerade was Legendäres ist, oder wurde das einfach mit der Zeit zu dem, was es ist? Einfach so, ja. Das war einfach ein Film. Ja, der Marischka hat ein Faible für Operette gehabt und hat den Film, ist ja auch ein bisschen, er ist ja nicht der Wahrheit entsprechend, ich habe eine Rolle gespielt, der war ja ganz anders im Leben. Ich hätte die lieber gespielt, also wie der war, aber das hätte nicht hineingepasst, weil das war so der geächtet war in der... Das hätte nicht gepasst in dieses glückliche Milieu, das da geschildert wurde. Aber immerhin, es war also auch damals, der Marischka hat in mir einen Narren gefressen gehabt. Also der hat so gerne die Szenen mit der Romy und mit mir vergrößert. Es ist immer eher mehr geworden und ich habe mir gedacht, na wunderbar, das ist ja eine tolle Rolle. Und die ist immer größer geworden. Und bei der Premiere im Apollo war alles rausgeschnitten. Da war ich zerstört. Da habe ich gesagt, um Gottes Willen, das ist aus. Hat sie gesagt, nein, der Bruder vom Kaiser Franz Josef kann ja nicht größer sein als der Kaiser selber. Also dann war ich wieder beruhigt. Nicht? Aber das war so mein Gefühl. Damals für diesen Film. Hm. Ich habe das gar nicht so empfunden. Aber jetzt wird das ja überall und immer wieder, sogar in China. Hm. In China. Ich bin in einem Film dort gedreht und bin vor Müdigkeit im Foyer eingeschlafen und plötzlich durch Kichern aufgewacht worden. Da sehe ich vor mir zwei kleine Chinesinnen, haben sie gesagt, Sissi, Sissi. Wirklich? Ja, meine Herren, wurde in der Nähe von Peking haben wir gedreht. Da habe ich gedacht, das ist ja verrückt. Ne? Ja. Sie haben ja auch in einer Zeit die Filme gedreht, wo man eigentlich als Schauspieler, was die Stunts betroffen hat, eigentlich alles noch selber gemacht hat. Also ich denke jetzt da bei Ihnen gerade an diese berühmte Szene im Kardinal, wo Sie aus dem Fenster springen. So. Hat da der Otto Preminger viel überzeugen müssen oder war das klar, das ist die Szene, da muss ich jetzt raus? Naja, also mich hat mich keiner überzeugen müssen, das ist ein Hollywood-Film, ich springe auch vom Stephansturm, wenn es sein muss. Also das war mir egal, nur... Er hat eine gewisse Art gehabt, die Schauspieler zu quälen. Hm. Nicht wahr? Ich habe gehört, dass der Tom Tryon, der da gespielt hat, nachher behandelt werden musste, psychisch, nicht wahr? Und ich weiß, dass die Romy hat geweint bei den Proben teilweise. Bei ihm musste man das Teegeschirr abklemmen, also ankleben, weil er bei der Szene das so gescheppert, dass der Tonmeister gesagt hat, das geht nicht. Und mich hat aber ganz gerne gehabt, vielleicht hat ihm das am meisten imponiert, dass ich wirklich vom fünften Stock gesprungen bin und das bin ich auch. Das war das Rausspringen wäre ja gar nicht gewesen. Aber wissen Sie, ich musste da in der Szene aufstehen an den Tisch und dann noch einen Blick werfen in das Zimmer, wo die Gestapo-Leute gestanden sind, dann durch ein Zimmer laufen, mich auf das Fensterbrett, Fenster öffnen, umdrehen. Das war die Perversion. Noch meinen Blick zu meiner Frau, zu Romy werfen und dann rücklings aus dem Fenster fallen. Und ich war im fünften Stock. Die haben da ein Gerüst gebaut bis zum vierten. Und dann war wie beim Boxkampf waren so Kartonagen. In Kartons bin ich dann hineingefallen. Aber ich spring rauf, sehe Autos so klein unten fahren. Dann drehe ich mich um und dann raus. Ja, und das habe ich 11 Mal machen müssen. Immer wenn ich vom vierten Stock raufgekommen bin, also was, how is it? Again. Und noch einmal. Also das war schon, aber beim dritten Mal war es mir schon egal. Also ja. Ja. Aber ich hatte ihm wahrscheinlich noch mehr imponiert als meine Spielerei in der ganzen Rolle. Naja. Das Image, das Sie bis heute haben, das ist ja in diesen vielen Unterhaltungsfilmen entstanden. Der Freundliche, der Nette, der Verzichter. Das ist ja im Grunde ein Image, da würden ja viele... alles dafür geben, dass sie das überhaupt haben und kriegen können. Ich glaube, Sie waren da immer ein bisschen ambivalent mit diesem Image, oder? Also dafür bin ich nicht Schauspieler geworden, für das, was ich da verbrochen habe, teilweise. Es ist seltsamerweise, das ist alles in Archiven dann gelagert gewesen und nicht bei einem Hochwasser vernichtet worden, sondern das gibt's noch und das spielt man jetzt Sonntagsvormittag oder so. Die Leute freuen sich noch über, ich meine, das sind belanglose Stücke Filme gewesen mit einem sehr einfachen Strickmuster, das aber zu der Zeit sehr gut gegangen ist. Und dann war so eine Nachkriegsfröhlichkeit, wo man sich nicht belasten musste. Also es hat gepasst. Von mir war so, dass ich zu dem Halbjahr des Burgtheater, wo ich also Gogol, Schnitzler, Shakespeare gespielt habe, also Freilichtübungen machte in diesen Filmen. Ich wusste ja nicht, das konnte man nicht wissen, das Fernsehen war ja damals noch ganz wenig und Film war schon an sich etwas. Aber ich habe dann auch vom Gesa von Schiffer einen Vertrag bekommen für 9 Filme
Und da habe ich nach dem dritten habe ich gesagt, ich kann das nicht erfüllen. Ich kann diese 9, sechs Filme können Sie streichen, die drei, die ich gemacht habe, erledigt. Es war nämlich, auf der einen Seite habe ich gespielt im Revisor, den Glestakov, und dort habe ich dann die gestohlene Hose, Mädchen mit schwachem Gedächtnis, also unmöglich. Und da habe ich gesagt, das geht nicht. Ich habe dann später, wie ich Kammerschauspieler wurde, der Hans Weigel, der schärfste Kritiker in Wien ungefähr, hat dann meine Laudatio gehalten. Der hat mich nur beschimpft. Von oben bis unter, dass ich das Theater verlassen habe. Und ich sage, du bist ein Frevel, dass du solche Filme machst. Aber das ist eine Laudatio. Ich bin froh, dass er es gesagt hat. Es hat sich nicht viel geändert in mir, aber wenn Sie mal so den Mantel umhaben und dann Liebe und der Freundliche und der Verzichter sind, das wird man nicht mehr los. Leider im Film, muss ich sagen, das tut mir heute leid, aber es ist halt auch eine, auf der einen Seite eine Nachlässigkeit im Denken, andererseits muss ich sagen, wie ich jung war und junger Schauspieler, habe ich immer gedacht, dieses Milchgesicht, ich kann es nicht mehr sehen. Wann kriege ich endlich ein Gesicht, habe ich gesagt, nicht? Heutzutage kommt es mir entgegen ein bisschen. Jetzt bin ich immer ganz so böse darüber. Ja. Es gibt ja eine Serie auch, mit der Sie bis heute verbunden werden. Ich heirate eine Familie. Ja. Und das Interessante ist, in der Vorbereitung war ich ganz erstaunt, es gibt nur 14 Folgen von dieser Serie. Ja. Also in meinem Gefühl war das eine Serie, die jahrelang gelaufen ist. Ja, das ist erstaunlich. Ich habe auch gedacht, jeder hat gedacht, das ist eine riesige Serie. Nein, zuerst sollten wir 4 machen, dann ist der Erfolg so stark gewesen, haben wir noch einmal 4 gemacht, und dann noch einmal 4. Und dann habe ich gesagt, so, aber jetzt müssen wir aufhören, weil es wiederholt sich jetzt schon. Jetzt werden nur mehr neue Figuren eingeführt, dann machen wir das Gleiche, was die Ersten gemacht haben, sagen, hören wir auf. Und da war ich eigentlich die treibende Kraft, dass es zu Ende war. Sie wollten dann später es wieder aufnehmen, beziehungsweise hätten wir dann die Großeltern gespielt, jetzt könnten wir schon die Urgroßeltern spielen, aber ich gesagt, bitte nicht anrühren, lasst es, seid froh, dass so ein Erfolg war und Ende. Daran rühren, das kann man nicht erfüllen. Die Erwartungshaltung ist so hoch, dass man das gar nicht erfüllen kann, will ich auch gar nicht. Sie haben ja als Regisseur mit wahnsinnig vielen Stars der damaligen Zeit gearbeitet. Also mit dem Theo Lingen, mit der Inge Meisel, mit dem Peter Alexander, mit dem Hans Moser. War das eigentlich immer so leicht, die im Griff zu haben? Ja, leicht nicht, aber ich habe sie gehabt. Es ist, auf der einen Seite habe ich so einen gewissen Vorlauf gehabt, weil sie mich als Schauspieler gekannt haben. Und also ich war für die nicht neu, so der jetzt, der kommt und der große Regie spielt. Aber sie haben natürlich so manche, wissen Sie, wer ich bin? So, ja, natürlich. Deswegen habe ich sie ja besetzt. Ich war bei der UFA, sage ich. Ja, schön, aber die gibt es ja nicht mehr. Aber nur, wenn Sie ein UFA-Star waren, dann werden Sie ja das erfüllen können, was ich Ihnen jetzt sage. Nicht? Und so, und da war schon die Geschichte aus. Oder der Meisel, habe ich gesagt, hören Sie, erstens mal, so weinerlich müssen Sie nicht sein. Wird ja immer alles schon. Habe ich gesagt, die ist eine ganz frohe Person teilweise, sage ich. Und dann auch so, wenn sie die Farbe rot sagen, müssen sie die Farbe nicht spielen. Und dann haben sie gehört, was er zu mir gesagt hat. Und dann zum Schluss haben sie wirklich alles, nicht alles angenommen von mir, aber auf jeden Fall, ich habe keine Probleme gehabt. Nein. Bis zum heutigen Tag, wenn jemand kommt und so perfekt ist, so, gleich die haben so in der Garderobe vor dem Spiegel geübt, die sprechen und so weiter, da bin ich schon, hier. Und den muss ich immer entblättern zuerst, bis er wieder normal ist. Dann sehen Sie, jetzt sind wir in der Natur. Und jetzt können wir loslegen und so weiter. Ja, das habe ich bis zum heutigen Tag so. Ich habe auch Redakteure, die sind gekommen, das müssen wir streichen, das ist ja lächerlich. Wie ist denn das? Ich spiele es Ihnen vor. Ach so, meinen Sie das? Und so. Also es war für mich eigentlich ein Vergnügen, so eine gewisse Auseinandersetzung mit so, psychologisch immer. Weil ich finde ja auch, dass in Ihrer Art Schau zu spielen sozusagen, dieses Natürliche, das ist ja etwas, was, viele unterschätzen, weil es ist nicht so einfach, wie man es glaubt. Gar nicht, es ist gar nicht einfach, es ist viel einfacher, unnatürlich zu sein. Aber das auf diesen Nenner zu bringen, wissen Sie, heute haben Sie es sogar ein bisschen leichter teilweise, obwohl es nicht ausgenutzt wird. Bei mir war es so, dass man, wie ich einen meiner ersten Filme in Deutschland gemacht habe, hat damals der Günther Lüders gesagt, ja, weg, wissen Sie,
Also wir freuen uns ja, dass Sie Wiener sind, aber bedenken Sie hier Sprache, Sprache, Sprache. So, jetzt treten Sie mal natürlich auf und denken nicht an Sprache, Sprache. Also furchtbar. Heute ist ein Wirrwarr an Dialekten, aber auch mit Recht, weil es ist das eigene Instrument, die eigene Stimme. Und man kann das am besten natürlich mit der machen, als wenn ich eine andere erzeugen muss. Und haben Sie eigentlich damals von diesen großen Stars irgendwie für sich auch was, ich sage jetzt mal nicht gelernt, aber irgendwie abgeschaut oder gesehen, wie man es nicht macht vielleicht? Ja. Letzteres. Ja. Oft gesehen, wie ich es nicht mache, auch schon im Seminar. Ich habe gewusst, also so nicht, wissen Sie, ich habe immer gesagt, das ist immer dieses falschen Dampf, den die mal gehabt haben. Sie haben so, ich habe gesagt, entweder hat er ein eiskaltes Klistier in der Früh genommen, oder aber, die sind so vor dem Auftritt gestanden, ein paar Mal durchgeatmet, dann waren sie schwindelig und haben geglaubt, sie sind in der Rolle. Also das ist vollkommen unnötig. Und haben nur Dampf gegeben, ja? Ja. Nein, ganz locker, man muss einen schweren Dialog auch in Kniebeuge machen können. So ganz locker. Jetzt haben Sie 2008 am Volkstheater wieder ein Theaterstück gespielt, gemeinsam mit dem Harald Serafin, Sunny Boys. Das war ja eine Komödie und Sie haben ja auch wahnsinnig viel Erfahrung im Unterhaltungsgenre. Und ich habe mir gefragt, wie ist man denn lustig auf einer Bühne? Gar nichts. Wissen Sie, grauenhaft sind die Komiker, die schon Guten Morgen komisch sagen müssen. Die schon Guten Morgen sagen oder so, nicht wahr? Das ist für mich nicht komisch, das ist blöd. Wenn ein ernsthafter Mensch in eine Situation kommt und vielleicht mit dem Spicht und die Rose rutscht ihm langsam runter, ist es nicht so wie Komiker, sie gleich runterlassen und schauen, wer sie zuerst unten hat, der den Lacher hat, sondern was das so passiert und der aber ganz ernsthaft dabei bleibt, das ist komisch. Wenn man jetzt auf Ihr Leben schaut, war mein Gefühl, dass Sie irgendwie nicht nur ein Leben gelebt haben, Sie haben mehrere Leben drin, also an Fülle, an Filmen, an Arbeit, an verschiedenen Tätigkeiten. Haben Sie das selber eigentlich auch so empfunden? Ich lebe überhaupt nicht in der Vergangenheit. Es ist schön gewesen zu haben, aber für mich ist das Kommende, die Neugier, ist immer das Wesentliche gewesen. Immer so, das war mal gut oder ganz egal. Nein, das ist vielleicht ein Nachteil in meinem Leben, darum ist es auch für mich relativ schnell vorbeigegangen, weil ich nie Momente sehr ausleben konnte. Ich habe immer wieder schon an das Nächste gedacht, was kommt, und daher sind so viele Dinge fast nahtlos übergegangen. Und das war etwas, das ich vielleicht bedauere, aber es war halt mein Leben so. Aber ich habe nicht mehrere Leben gelebt, sondern meines war halt. Aber es war so, dass es auf mich zugekommen ist. Es ist auch nie gewesen, dass ich auf etwas bestimmt hingehe. Aber ich habe nur gesagt, das wäre toll, wenn man das machen würde. Bumm. Kurze Zeit später war das da. Meine Frau hat immer gesagt, das ist unheimlich. Du sprichst von etwas und auf einmal ist das. Und da habe ich gesagt, ich weiß nicht, was das ist. Mich hat mal einmal gefragt, auch bei der Goldenen Kammerverleihung, haben sie gesagt, Herr Weck, haben Sie eigentlich in Ihrem Leben Glück gehabt? Sage ich, ja. So wie alle, ne? Ich meine, so viele, man muss halt Glück verwerten können, habe ich gesagt. Wissen Sie, auf die Dauer hat nur der untalentierte Pech. Daraufhin haben sie mir den Karl-Valentin-Orden gegeben, weil ich den Satz gesagt habe. Aber es ist so, wissen Sie, wir haben alle Glück. Der ein mehr oder weniger, aber wenn er gut ist, also irgendwann kann er das Glück verwerten, ist meine Ansicht. Wenn einer untalentiert ist, kann er sich bemühen, wie zu viel er will, auch andere. Das geht einmal kurz und dann weg ist es. Man sieht es ja auch immer wieder. Es gibt manchmal Situationen, wo man sagt, naja, ein Glücksfall. Aber oft bleibt es bei dem. Das heißt im Grunde, man muss auch bereit sein fürs Glück, wenn es dann da ist, dass man es dann nimmt und was draus macht. So ist es, genau. Wie war denn das eigentlich, wenn man so viel verschiedene Sachen im Beruf macht, wie ist denn da eigentlich die Zeit da gewesen, eigentlich ein Familienvater zu sein oder um die Familie sich zu kümmern? Wie haben Sie denn diese Balance da? Schwierig. Ja? Schwierig. Das ist eine Gratwanderung, die ich nicht empfehlen kann, muss ich nur sagen. Denn, wissen Sie, auf der einen Seite, also Familie, schön, wunderbar. Auf der anderen Seite, wenn man so ganz einsteigt in diesen Beruf, ist man auch immer wieder dermaßen eng verbunden damit und auch gedanklich, dass man nicht nach Hause gehen kann, den Schalter umlegen kann und ich bin der liebe Papa und so. Nicht? Also ich habe eben versucht, nicht nur der
der sein, der gestreng ist, wenn er mal da ist, oder, aber auch nicht gebuhlt um etwas. Es war schwierig. Ein Glück, dass meine Frau dermaßen toll war, dass sie das also ohne Wimpern zu zucken geleistet hat. Mhm. Also mit der Erziehung und alles hervorragend. Und da war das ein riesen Ausgleich in vielen Dingen bei mir, weil sie mit dem Beruf Gott sei Dank nichts zu tun hatte, ein wirklicher, also kritischer Zuschauer war, mhm, und aber auch großes Verständnis aufgebracht hat für alles, meine Abwesenheit und das. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein großartiger Mensch. Ne? Mhm. Jetzt steht Ihr 90. Geburtstag knapp bevor. Hat diese Zahl eine Bedeutung für Sie? Keine. Nie gehabt. Als Kind haben wir gedacht, Jahr 2000 wäre ich 70, unmöglich. Ein Greis mit 70 damals, haben wir gedacht. Ja, jetzt sage ich mir, habe ich mich mit 70 anders gefühlt? Ich scharf nachdenke eigentlich auch nicht. Mhm. Also es wird manches etwas langsamer, etwas ungeschickter, das ärgert mich am meisten, weil ich an sich immer ganz ein geschickter Mensch war. Aber es sind so einige Dinge, die man so nach und nach sein lässt. Das ist es. Aber geistig und so auch körperlich, ich meine, ich habe zum Glück auch, wenn wir so weit gehen, ein sehr gutes Blutbild. Der Arzt sagt immer, hören Sie, das möchte ich haben. Sage, gebe ich nicht her. Aber das sind Dinge, die passieren mit mir. Ich kann ja nichts machen. Ich habe nie etwas dafür getan. Das sind Gene, wie man sagt, glaube ich auch daran. Die Klippen, die es gibt, das haben sie längst überwunden. Also diese Einschnitte, wo man das oder das oder das bekommen kann. So, und jetzt habe ich jeden Tag Geburtstag, sozusagen. Und der 90. ist mir vollkommen egal. Lieber Herr Weck, was wünsche ich Ihnen? Hoffentlich kein langes Leben. Dann wünsche ich Ihnen, darf man das sagen, kein langes Leben, ein langes Leben? Und, es ist ja schon so lang. Also ein bisschen noch. Ja, ein bisschen noch? Ja, ein bisschen Neugier noch befriedigen. Ja, ich glaube, das ist gut. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Neugier und dass diese Neugier auch noch ein bisschen befriedigt wird, und bedanke mich sehr fürs Gespräch. Vielen Dank. Sehr lieb, danke auch.